Innerhalb der letzten 14 Tage, Herr Direktor, sind mithin 8 Einbrüche dieser Art gemeldet worden. Ja, ja, das wissen wir ja jetzt, Herr Steiner. Ich finde aber auch, dass man da allerhand draus schließen kann. Ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen Einbrüchen. Bitte, meine Herren. Herr Direktor, vor 8 Monaten, innerhalb von 3 Wochen, 6 große Juwelendiebstähle oder Raubüberfälle auf Juwelierläden. Dann vor 5 Monaten, 6 innerhalb von 16 Tagen. Solche Serien gibt's doch öfter, Herr Steiner. Aber diese haben 2 Merkmale gemeinsam. Erstens, man hat jedes Mal nur ungefasste Steine gestohlen und alles andere. Gold, Uhren und gefasste Steine liegen gelassen. Und zweitens, alle Diebstähle dieser Art passierten innerhalb eines kurzen Zeitraums. Das beweist aber doch noch nicht, dass es sich um eine Bande handelt. Es kommt noch etwas hinzu. Keiner dieser wertvollen Steine ist bisher in Deutschland wieder aufgetaucht. Sie vermuten also, dass die Juwelen ins Ausland gegangen sind? Der Herr Steiner meint, das ist sowas wie eine konzertierte Aktion. Genau, Herr Kollege. Ja? Entschuldigen Sie, wenn ich störe, Herr Direktor. Was ist denn? Da ist jemand, der unbedingt den Herrn Steiner sprechen möchte. Ja, wir sind gleich soweit. Bleiben Sie zurück da. Was meinen Sie eigentlich mit konzertierter Aktion, Wanninger? Ja, also der Herr Steiner meint, das ist wie bei einem Konzert. Die Musiker, ich meine die Gauner, die spielen alle ihre Instrumente. Ja. Schneidbrenner und Pistolen. Aber den Einsatz, den gibt der Dirigent. Ausgezeichnet, Herr Kollege. Eine konzertierte Aktion wäre es zum Beispiel, wenn Sie und ich den Täter suchen und wir finden ihn beide. Mit verschiedenen Methoden, versteht sich. Ja, nur schaut, dass Sie manchmal den Einsatz verpassen. Mitterer? Ja, Herr Steiner für Sie. Steiner? Ja. Ja. Ja, ich komme sofort. Ein Mann ist an der Bahnüberführung bei Leimau von einem Zug überfahren worden. Die Umstände scheinen etwas eigenartig. Ich darf mich verabschieden. Ja, bitte. Moment, Herr Steiner, und der Herr, der Sie sprechen? Das übernimmt der Herr Wanninger. Danke, Herr Direktor. Also, was die konzertierte Aktion mit Herrn Steiner betrifft, die würde ich sehr begrüßen. Na ja, wenn Sie meinen. Papiere? Nichts. Nicht der geringste Hinweis auf die Identität. Irgendwelche Spuren? Nein. Sieht nach Selbstmord aus. Aha. So, kann weg, ja? Wann ist der Tod eingetreten? Tja, die Leichenstarre lässt schon teilweise nach. Ich würde schätzen, vor 10, 11 Stunden. Seltsam. Wieso? Wir haben auf dieser Strecke sehr wenig Verkehr. Der letzte Zug ist durchgefahren um 2.30 Uhr, also genau vor 7,5 Stunden. Das ist allerdings seltsam. Und Sie halten es für möglich, dass der Tod vor 2.30 Uhr eingetreten ist? Tja, möglich schon, aber das müsste man genau untersuchen. Das werden wir auch. Ich brauche bis morgen den genauen Obduktionsbefund. Ja. Und lassen Sie auch die Kleider des Toten genau untersuchen. Sie sind bereits der Fünfte, an dem er mich verwiesen hat. Kommt man mit einem wichtigen Hinweis, hat keiner Zeit oder ist keiner zuständig. Aber da machen Sie Aufruf an die Bevölkerung. Ja, also dann kommen Sie halt mit. Sie können mir glauben, als Juwelier habe ich meine Zeit auch nicht gestohlen. Bei 4 Herren war ich bereits, aber... Der soll da drin auf mich warten. Also bitteschön, kommen Sie da rein. Also Juwelier sind Sie? Ja. Das trifft sich ja großartig. Bitteschön, nehmen Sie doch Platz. Danke, Oberinspektor. Inspektor. Wie? Worum handelt es sich eigentlich? Ja, also Herr Inspektor, ich bin heute Morgen in meinem Laden, geringer Publikumsverkehr. Wissen Sie, um diese Jahreszeit, da wird nicht viel Schmuck gekauft. Da kommt eine Dame herein. Ich denke, aha, dritte Schublade. Dritte Schublade? Ja, dritte Schublade, das heißt 500 bis 2000 Mark. Wissen Sie, mit der Zeit bekommt man einen Blick dafür, was die Leute so ausgeben. Ich lege also die Kollektion vor und besehe mir die Brosche, die die Dame trägt. Und was sehe ich? Tenef. Aber der eine Stein. Ein Brillant. Ich lasse mir die Brosche geben und schätze. Na, was schätzen Sie? Ja, May. Ein Karat. Reinstes Blau-Weiß. Modernster Schliff. 4 bis 6.000 Mark unter Kollegen. Ich gebe meiner Verwunderung Ausdruck wegen des Steines und der wertlosen Fassung. Da meint doch die Dame, es wäre ja nur Modeschmuck. Aber toll, wie echt der Stein aussehe. War es ein echter Brillant? Glauben Sie, ich täusche mich. Hier ist die Brosche. Ein Karat in einem Modeschmuck? Mhm. Haben Sie die Dame gefragt, wo sie den Schmuck gekauft hat? Natürlich, Herr Steiner. Boutique Diane. Wanninger. Inspektor Wanninger. Was, Sie sind gar nicht Inspektor Steiner? Nein. Da bin ich ja schon wieder falsch. Nein, nein, Sie sind schon richtig. Wir werden der Sache nachgehen. Auf Wiedersehen.
Ja, bitteschön. Tja, ich sollte vielleicht besser mit der Inhaberin sprechen. Ja, ich bin die Inhaberin. Ja, das ja. Trifft sich gut. Aber vielleicht können wir die Angelegenheit auch heute Abend, ich meine nach Ladenschluss. Welche Firma vertreten Sie denn? Wie? Ach so, gestatten, Fröschl, Kriminalassistent. Kriminalpolizei? Ja, ich bräuchte nur eine Auskunft. Schauen Sie, diese Brosche wurde doch bei Ihnen gekauft. Ja. Können Sie mir zufällig sagen, welche Firma sie geliefert hat? Oh ja, das war die Modeschmuckfabrik Rosita in Neugantlitz. Die Inhaberin heißt Rosi Thalhuber. Warum ist was mit dem Schmuck? Ja, schauen Sie doch mal genau an. Das gibt's ja wohl nicht. Ein echter Stein, mindestens ein Karat. Da schau her. Verstehe ich gar nicht, dass ich das nicht gemerkt habe. Sie kennen sich also aus? Ich war früher Goldschmiedin, bevor ich den Laden aufgemacht habe. Haben Sie noch mehr von diesen Broschen? Ganze Kollektion, aber das sind ja alles nur Glassteine. Das ist so eine Menge. Sieht man sich nicht jedes einzelne Stück so genau an? Ja, natürlich, da haben Sie recht. Ja, ich meine, aber trotzdem hätte ich das. Ich verstehe nicht auch viel vom Schmuck. Könnten Sie mir da vielleicht einiges erklären? Oh ja, gern. Ja? Die Identitätsfeststellung war durch die Tatsache, dass der Tote von der Bahnüberführung bei Leimau keinerlei Papiere bei sich trug, natürlich außerordentlich erschwert. Aufgrund unserer Kartei konnte er jedoch anhand der Fingerabdrücke einwandfrei als der mehrfach vorbestrafte Alois Küchler identifiziert werden. Außerdem, die Obduktion hat ergeben, dass der Tod bereits eingetreten war, bevor er vom Zug erfasst wurde. Mhm. Mord also? Ja. Vielleicht kommen wir nun in dieser leidigen Juwelengeschichte einen Schritt weiter. Er hat alle Vorstrafen für das gleiche Delikt, Juwelendiebstahl. Aha. Wenn wir nun von der Hypothese ausgehen, dass Alois Küchler zu der Diebesbande gehörte, erhält sich der Umstand seines Todes sehr deutlich. Es hat dort irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben und er musste über die Klinge springen. Nun versuchte man die Sache zu vertuschen und täuschte einen Selbstmord vor. Recht überzeugend, Ihre Theorie. Haben Sie da mit dem Wanninger schon drüber gesprochen? Da Herr Wanninger im Allgemeinen meinen wissenschaftlich fundierten Theorien, ich möchte sagen, etwas fern steht, habe ich es für richtig gehalten, ihn noch nicht zu informieren. Sie meinen, dass er wieder einen seiner seltsamen Wege einschlagen würde? Eben. Das sind die Armbänder des Saint A207 und das sind die Armbänder des Saint A73. Großartig. Das sind die Papiere für die Zollerklärung. Soll ich die Sachen zusammenpacken lassen? Ja. Frau Weiß, stellen Sie bitte die Sendung für Herrn Wortmann zusammen. Die 800 Broschen für Paris sind allerdings erst morgen fertig. Dann gehen Sie eben per Luftfracht. Die hier ist richtig. Hast du von diesem Sujet noch einige Fassungen vorrätig? Ja, natürlich. Ein sehr hübsches Stück Sonderauftrag. Allerdings sehr eilig. Ach, der Bachmeier hat die letzte Nacht durchgearbeitet. Ja, und dafür wird er bezahlt. Gib ihm das hier. Soll sie verarbeiten wie immer. Übrigens, bei dem letzten Sonderauftrag haben 5 Steine gefehlt. Solltest ein bisschen aufpassen. Wenn ein Stück in falsche Hände gerät. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass der Bachmeier. Ich meine, der kann doch einen Kieselstein nicht vom Koh-i-Noor unterscheiden. Umso besser für ihn. Ich glaube, du bekommst Besuch. Wahrscheinlich ein Vertreter. Sehen wir uns heute Abend noch? Entschuldige, leider keine Zeit. Ja? Grüß Gott. Steh ich. Na, kommen Sie nur herein. Unsere Besprechung ist zu Ende. Ich hätte ganz gerne mal einen Moment gesprochen. Sie sind doch der Chef, gell? Leider nein. Der Chef steht hier. Ach so. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Ich darf die Sendung dann morgen Abend abholen. Ja, ich werde alles veranlassen. Auf Wiedersehen, Herr Wortmann. Sie wünschen? Ja, also, mein Name ist Wanninger. Ich wollte Sie bloß fragen, ob Sie nicht eine Arbeit für mich hätten. Wie kommen Sie denn darauf? Es gibt doch noch mehrere Betriebe in Neugantlitz. Ja, das schon. Ich habe beim Arbeitsamt nachgefragt und da haben die mir gesagt, dass sie jemanden suchen.
Was haben Sie über die beiden früheren Mithäftlinge des ermordeten Alois Küchler in Erfahrung bringen können? Ja, Paul Röder, der scheidet wohl aus, der sitzt wieder seit 6 Wochen. Mhm. Aber hier, Igel, der könnte in Frage kommen. Igel? Ja, der Spitzname für Herbert Deckner in Ganovenkreisen wegen seiner Frisur. Dreimal vorbestraft, Einbruch, jedes Mal in Juwelierläden. Spezialist für Diamanten. Wissen Sie auch, wo dieser Igel sich aufzuhalten pflegt? Ja, ich kenne seine Stammkneipe. Na gut, dann hätte ich eine sehr interessante Aufgabe für Sie, für heute Abend. Heute Abend? Das ist jetzt dumm, Herr Steiner, da hätte ich nämlich... Eine Verabredung? Ja, so. Na, dann holen Sie mir doch mal den Wanninger. Ich? Ja. Mhm. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wo der Wanninger ist. Ich weiß gar nicht, was er mit den zarten Fingerchen anfangen soll. Du, pass auf, wenn ich dir damit wohin lang, dann weißt du's. So einer bist du. Mhm. Steht hier nicht rum. Los an die Arbeit. Du hast uns überhaupt nichts zu sagen. Total besoffen bist du. Schließlich bin ich hier Vorarbeiter. Herr Bachmeier, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen erst heute Abend kommen. Ich wollte doch nur... Er sucht doch nur seine Flasche. Machen Sie sofort, dass Sie nach Hause kommen. Melden Sie sich nach Arbeitsschluss bei mir. Na, wie geht's denn? Oh, ganz gut. Nur tät ich halt lieber Heimarbeit machen. Gern. Ja? Natürlich. Danke. Ja, was denn, Franzl? Dann bist du schon wieder weg? Du hast uns doch nicht mal zum Einstand eingeladen. Recht hast. Wisst was? Heute Abend im Café Schwan, da seid ihr alle meine Gäste. Auf unseren Franzl. Das Einfädeln kannst du schon ganz gut. Ja, das Einfädeln habe ich auch gelernt. Da schau her, da kommt ja schon die nächste Lage. Prost, Franzl, du bist in Ordnung, du bleibst bei uns. Ja, da müsst ihr schon die Chefin fragen, was die dazu meint. Das bestimmt eher der Herr Wortmann. Wieso? Was spielt denn der für eine Rolle? Der. Ach so, die sind miteinander verlobt? Na, der will heiraten im Leben. Ja, und sie? Mag sie nicht? Sie möchte schon, aber er. Der nutzt sie doch nur aus und sie merkt's nicht mal. Seinetwegen lässt sie sogar den Betrieb verlottern. Na, also, da trinken wir lieber, damit wir nicht verlottern, gell? Ja. Also, Prost, meine Damen. Früher, da war wenigstens noch der Bachmeier da. Ja, wieso? Der ist ja noch da. Na, nur noch besoffen. Ist eigentlich schade drum, gell? Wo er doch so ein tüchtiger Fachmann ist. Hat er dir auch schon erzählt, dass er Goldschmied gelernt hat? Mhm. Und in Florenz gewesen ist. Ja. Dabei ist er nicht mal in München gewesen. Wisst ihr das so genau? Na, freilich. Als Feinmechaniker hat er gearbeitet in Unterfelding. Und sein Chef hat ihn rausgeschmissen, weil er gesoffen hat. Ja, und jetzt ist er noch schlimmer als vorher. Ja, warum entlässt ihn die Chefin nicht? Das weiß kein Mensch. Dabei fängt der mit der Arbeit erst an, wenn wir Feierabend haben. Und dafür kriegt er auch noch Überstunden gezahlt. Und vom Wortmann noch einen Schnaps extra. Ja. Nein, ja, der Wortmann, gell, der hat halt ein Herz für so arme Schlucker. Na, dann trinken wir doch einmal auf den Herrn Wortmann. Prost! Prost, Prost, Franzl. Halt, Franzl, wo gehst du denn hin? Na, dahin kann ich dich nicht mitnehmen. Nanu, was ist denn noch? Ich bin's, der Wanninger. Ach, Sie sind's? Ja. Ich dachte, der Fatzke jammert mal wieder ein paar Broschen nach. Ja, haben Sie wieder einen Sonderauftrag? Ich soll sich doch nicht so anstellen. Er tut ja so, hat seine Saphire, seine Blütenglassplitter. So ein Dreck nach dem Prost. Prost! Ja, schauen Sie mal die Fassungen an. Das Blech, alles Blech. Ja. Also, wie ich damals in Florenz war, da. Florenz? Ich... Mhm. Florenz, die Metropole der Goldschmiedekunst, ja. Da habe ich gelernt. Nein. Bei ersten Meistern. Wanninger, hier. Schauen Sie sich das mal an. Das ist Goldschmiedekunst. Und mal hier, das. Das ist Kunst. Ja. Also, wenn man das dagegen anschaut. Ja, Sie haben es erfasst.
Das ist Dreck. Dreck, alles Dreck. Charlie. Und diesen Stein, den kennst doch, Igel, oder? Sehr schön. Amsterdamer Schliff. Ja. Das hat Rauch gemeint, der alles. Und hat ihn eingesteckt. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie sagen. Dieser Brillant wurde in seinem Rockfutter gefunden. Da ist er drüber gestolpert, der Alois. Mitten auf die Schienen. Alois? Welcher Alois? Dein Freund, mit dem du am Abend des Einbruchs in der Brienner Straße noch zusammen warst. Danach hat euch niemand mehr zusammengesehen. Aber ich habe auch für den nächsten Tag ein einwandfreies Alibi. Woher wissen Sie, dass er einen Tag nach dem Einbruch ermordet wurde? Ich habe nichts damit zu tun. Ganz bestimmt nicht. Und Sie wissen auch nicht, warum er umgebracht wurde. Sie glauben doch nicht... Was? Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe ihn doch nicht umgebracht! Ich könnte Sie festsetzen. Wegen Mordverdacht. Aber ich bin doch unschuldig. Das glaube ich Ihnen, wenn Sie mir den Namen sagen. Ich weiß keinen. Den Namen von deinem Boss, Bursche. Den kennst du, oder? Fröschel, ich lasse Sie jetzt gehen. Sie melden sich morgen Nachmittag wieder hier und übermorgen auch, so lange, bis Ihnen der Name einfällt. Hau ab jetzt. Der kommt wieder. Bestimmt. Glänzend, Ihr Einfall, den jetzt laufen zu lassen. Ihr Einfall, diesen Burschen mit einem erfundenen Brillanten zu ködern, entspricht allerdings nicht meiner Methode. Die Sie vielleicht diesmal ausnahmsweise nachträglich billigen könnten. Nun. Es war großartig, wie Sie den zappeln haben lassen. So souverän. Wieder, Herr Wanninger. Steiner. Alle Achtung. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dem Steiner. So, oh, no, Herr Wanninger. Geh, Fröschel, lass liegen. Das Zeug kehrt mein Wirt den morgen früh schon wieder zusammen. Kommt, ich mache einen Verschluss. Ja. Also, Fräulein Diane, wenn Sie nicht mit rauskommen, werden noch. Nein, Gantlitz, ich glaube, ich wäre verzweifelt mit dem Glasperlenspiel. Herr Fröschel hat gesagt, vielleicht kann ich mich hier nützlich machen. Das war seine Idee. Gut, gell? Ja, solche Ideen hat er öfters, der Fröschel. Na, und der Steiner, der ist wohl auch stolz auf seinen Einfall, dass er den Igel wieder hat laufen lassen. Hm, jetzt nicht mehr so ganz. Warum? Na ja, nach dem neuen Juwelenraub in Frankfurt. 92 wertvolle Steine haben sie erwischt. Die Bandite. Ach. Und da meint er, der Igel, der lässt sie nicht mehr sehen, weil er wahrscheinlich auch mit dabei ist und sich absetzt. Genau. Sie brauchen große, gell? Ja, danke. Das sag einmal, Fröschel, könntest du mir Unterlagen besorgen? Ja, wie die Brillanten ausgeschaut haben. Größe, Schliff, Qualität und so weiter. Na gern. So hat alles der Steiner. Aha. Ist schon was drüben in der Zeitung gestanden? Nein, bestimmt nicht. Fräulein Diane, ich hätte eine Bitte an Sie. Ja? Ja, Sie könnten sich morgen Abend auch für mich einmal ein bisschen nützlich machen. Gern, Herr Wanninger. Ja? Na, dann bringen Sie doch Ihre Lupe mit und alle Broschen, die Sie von der Talhube noch haben. Ja, gut. Fröschel, ich habe eine Idee, wie man dem Steiner helfen könnte. Was? Sie möchten dem Steiner helfen? Mhm. Aber, na, weiß ich schon, was mir wieder blüht. Großartige Idee von Wanninger. Wirklich. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Steiner. Na, die Meldung in der Zeitung. 127 wertvolle Brillanten gestohlen. Sie haben doch mit Wanninger gesprochen und ihm erzählt, dass 92 Stück gestohlen wurden. Ja, mei. Für meine Arbeit scheint er sich ja doch noch zu interessieren. Bin bloß gespannt, wie die Gauner darauf anspringen. Vielleicht habe ich doch den Falschen umgelegt. Aber diesmal erwischt sie den Richtigen. Bloß keine Dummheiten jetzt. Hier sind die Steine. Gib sie Bachmeier, soll sie verarbeiten wie immer. Es sind 92 Stück. Wenn auch nur einer fehlt. Erzähl dem Bachmeier ruhig, was dem Igel jetzt passiert. Aber bis heute Abend um 8 bin ich hier. Ich hab doch die Ware in Frankfurt abgeholt. 92 Stück. Und heute steht in der Zeitung, dass sie 127 geklaut haben. Da muss sie doch annehmen, dass ich... Wo wohnt dieser Er? Das weiß ich nicht. Tja, für eine Schutzhaft, muss ich Ihnen leider sagen, liegt kein Grund vor. Was meinen Sie, Fröschel? Die Wohnung ist Gartenstraße 10, dritter Stock. Wortmann heißt er. Machst du einen Schluck? Ja, danke. Sag einmal, warum machst du denn die Broschen nicht morgen? Ja, weißt, das ist ein Sonderauftrag vom Wortmann. Komm doch heute Abend selber bei mir abholen. Höchstpersönlich. Welche Ehre. Der Wortmann? Also ein Auslandsauftrag. Und jede Brosche will er prüfen. Die ich gemacht habe, was ich gemacht habe, das prüfen. Haha. Darf ich es einmal sehen? Ja, bitte.
Saubere Arbeit. Naja, du bist halt ein Fachmann, gell? Ja, Wanninger, ich will dir was sagen, das ist alles Tinef, Tinef in Florenz. Da haben wir... Ja, also bis wann musst du denn fertig sein? Bis 8 Uhr, ich muss mich sogar beeilen. So, schaut, dass du nicht mitkommst. Naja, dann vielleicht ein anderes Mal, gell? Mhm. Ich brauche jetzt unbedingt eine frische Masse, also gute Nacht. Ja. Nichts. Scheint ausgeflogen. Nein, vielleicht hat er gemerkt, dass der Herr Wanninger... Wanninger? Was hat denn der Wanninger mit dem Wortmann zu tun? Wortmann heißt doch auch der Schmuckexporteur, von dem der Herr Wanninger meint, dass er auch seine Finger in der Geschichte drin hat. Sie wissen also, wo Wanninger jetzt ist? Ja, in Neugantlitz. Um 8:30 hätte bei ihm sein sollen, wegen dem Wortmann. Warum sagen Sie mir das erst jetzt? Sie wissen, dass der Kerl zu allem fähig ist. Ich hab doch nicht gewusst, dass dem Wanninger sein Wortmann auch Ihr Wortmann ist. Wie lange brauchen wir von hier bis Neugantlitz? Oh, gute Stunde schon. Dann wird's aber Zeit. Das darf doch nicht wahr sein. Eine ganze Schachtel voller Tinef. Aber das ist doch unmöglich. Unmöglich! Der Igel ist nicht aufzutreiben. Und jetzt fehlen von den 92 Brillanten eine ganze Schachtel. Was sind Sie? Raus mit der Sprache! Ich weiß nicht, so. Weiß wirklich so, nicht. Vielleicht jetzt hier so ein oder so oder so oder so. Eine ganze Schachtel Brillanten. Wo ist das Zeug? Nicht schlagen! War vielleicht jemand hier? Nein! Ist der Igel vielleicht da gewesen? Kennst du den? Nein, niemand war hier. Nur der Wanninger. Wanninger? Der neue Arbeiter. Weißt du, wo der wohnt? Ja. Komm! Derselbe Schliff. 1,5 Karat feinstes Blau-Weiß. Das muss der Stein sein, mit ziemlicher Sicherheit. Was ist denn so einer ungefähr wert? 15 bis 20.000. Was? Mhm. Da haben wir ja ganzes Vermögen hier auf dem Tisch. Das hat er als Modeschmuck deklariert, ins Ausland gebracht und dort verkauft. Aber wie konnte so ein Stein in meine Lieferung kommen, verstehe ich nicht. Nur Verwechslung. Sieh da, der Herr Wanninger. Mit den vermissten Steinchen. Und den Reizen der Begleitung. Gehören die Brillanten Ihnen? Allerdings. Und ich sehe es nicht gerne, wenn sie in falsche Hände geraten. Das ist schon manchem schlecht bekommen. Zum Beispiel dem Alois. Ach, das weiß man. Aber ich möchte nicht gerne, dass ich das herumspreche. Mach mir noch mehr Dummheiten. Herr Inspektor! Ach, Polizei! Da wird dir dann gleich ein Posten frei werden. Gustl! Ach. Abführen! Grüße, Dirken, jetzt ist uns aber warm worden. Das geschieht Ihnen ganz recht. Fröschel, du hättest doch um 8:30 da sein sollen. Und jetzt ist es 2 Minuten drüber. Ja, meine Herren, nachdem nun also diese obskure Exportfirma von diesem Herrn... Wortmann. Danke. Von diesem Herrn Wortmann aufgelöst ist und die Mitglieder seiner Bande festgesetzt sind, bleibt mir nur noch, Ihnen allen zu danken. Vor allem dem Herrn Steiner. Das Verdienst gebührt Herrn Wanninger. Nein. Also, wie Sie den Wortmann kassiert haben, ich muss schon sagen, Ihre Methode war gar nicht so schlecht. Aber Sie haben mich doch draufgebracht, Herr Wanninger, mit Ihrer Methode. Es war halt eine konzertierte Aktion. Danke, mein Herr.